Radio Bob, Radio Bob-Gitar, Radio Bob-Gitar, von Mensch zu Mensch. Radio Okidok, Fakten, 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 Sendung Nummer 35 zum Thema Europa brennt. Heute über die österreichischen Bilderberger. Es ist Montag, der 3. Juni 2019. Es begrüßt euch ganz alle, ganz herzlich alle wiederum Franz Josef aus Graz. Zuerst der Hinweis auf die Playlist auf YouTube von der Okidok Fakten, Fakten, Fakten Serie. Es gibt hier jede Menge interessanter Themen. Vier Teile zu Ibiza-Gate, das waren die letzten Beiträge, und über 5G, die Gefahren Smart Cities, über den Migrationspakt, mehrere Sendungen und. Gut, beginnen wir mit dem Teil 55. Die kurze Geschichte der Bilderberger. Beginnen wir mit einem aktuellen Bericht aus der Washington Post, nämlich dass der Staatssekretär Pompeo und der Schwiegersohn von Präsident Trump, der auch Präsidentschaftsberater ist, am heurigen Bilderberger Meeting teilnehmen. Und die Washington Post bezeichnet es als eine mysteriöse Zusammenkunft der globalen Elite. Und im Artikel selbst wird darauf hingewiesen, dass es bei dieser Organisation bis jetzt in etwa 1500 Mitglieder gibt, und dass diese die amerikanische Außenpolitik in den letzten 30 Jahren maßgeblich beeinflusst haben, dass außen sehr wenig bekannt ist über diesen sehr engen Kreis der East Coast Insider. Und sofern es der Journalist eben beurteilen kann, wurde niemals eine Doktorarbeit über den Council on Foreign Relations geschrieben, und die meisten Zeitungsberichte geben nur ganz kurze Berichte, dass wichtige Leute gesprochen haben, aber lassen immer aus, was gesagt wurde, denn alles, was der Council, was den Council betrifft, ist off the records, unterliegt also strikter Geheimhaltung. Und weiter geht's hier, dass was immer der Council heute auch sein möge, die Leute, die ihn vor 50 Jahren begründet haben, die haben sicherlich ein Elitensystem begründet, und die, es geht hier zurück auf die Gründungsmitglieder des Council on Foreign Relations, die Gründungsmitglieder der Bilderberger, nämlich den Council on Foreign Relations. Und die Geschichte der Bilderberger begann eigentlich 1918, nach dem Ende des Ersten Weltkrieges. Und was ist nach dem Ersten Weltkrieg passiert? Der Erste Weltkrieg, das wissen wir jetzt inzwischen schon, wurde so um 1895 in der City of London geplant. Es hat dann 20 Jahre gebraucht, bis es wirklich zum Kriegsausbruch kam. Und 1918
wurde dieser schreckliche Krieg dann beendet. Die deutschen Völker und andere Völker waren ausgeblutet. Es ging nicht mehr weiter. Und ein gewisser Colonel Edward House, der Testamentsvollstrecker von Cecil Rhodes, der damals an der Planung des Ersten Weltkriegs beteiligt war, versammelte eine Gruppe, um die sogenannte Pariser Friedenskonferenz nach dem Ersten Weltkrieg vorzubereiten. Und wenn wir uns hier ein bisschen den zeitlichen Ablauf anschauen, dann haben wir 1918 dieses gegründete Institute of International Affairs mit zwei Niederlassungen, eine in England und eine in den Vereinigten Staaten. In England wurde dann zum Chatham House. Die Regeln des Chatham House, das werden wir in der Sendung noch hören, die gelten heute noch offiziell für die Bilderberger. Und 1921 wurde in den USA der Council on Foreign Relations gegründet, der von seiner Seite her die US-Dominanz über die ganze Welt über Außenpolitik steuern soll und der in seinem Zentrum den Rockefeller Think Tank hat, der von sich seine Mission bekannt gibt, nämlich, dass er vordenkt und alle dürfen dann nachdenken, wie sie über die Zukunft zu denken haben. 1948, da war jetzt der Zweite Weltkrieg dazwischen, ist es weitergegangen. Da hat der Council on Foreign Relations dessen Mitglieder wiederum die UNO gegründet. Das ist also eine Organisation, die ist aus der sogenannten Nachkriegsordnung hervorgegangen oder sollte diese Nachkriegsordnung organisieren und steuern. Es kam dann 1954 in Europa zum Vorläufer der Europäischen Union. Der wurde begründet mit den römischen Verträgen und hatte mit der Stahl- und Kohleunion den Sinn, einmal einen Kern zu legen zur Konzentration des industriell-militärischen Komplexes in Europa. 1954 wurden aber auch die Bilderberger zusammengerufen. Und man muss jetzt verstehen, dass die Bilderberger zur transatlantischen Idee gehören. Nämlich die Transatlantikbrücke, die soll die US-Dominanz über Europa sichern. Und hier ein kurzes Zitat. Es war der polnische Politikberater Josef Rettinger, der nach dem Zweiten Weltkrieg seine Verbindungen in die Politik und die Wirtschaft nutzte, um eine geheime transatlantische Konferenz zu gründen. Über die CIA wurde sogar der US-Präsident kontaktiert, auch der Milliardär David Rockefeller war dabei. Also wir können uns merken, die Bilderberger gehören zum transatlantischen Konzept und das bedeutet US-Dominanz über Europa. Das ging dann über die Jahre so dahin und es gab eine bis jetzt wenig allgemein bekannte generelle Änderung der Nachkriegsordnung der US-Dominanz über die ganze Welt und diese wurde 1991 von der UNO Agenda 21 definiert, nämlich das Ende der US-Dominanz und es sollen vier Zentren weltweit, die jeweiligen Kontinente steuern, aufgebaut werden. In Amerika soll das weiterhin die USA sein. Für Europa ist Deutschland vorgesehen, für Asien wurde inzwischen China aufgebaut,
Bei Afrika ist das nicht so ganz klar, aber es könnte Marokko sein. Und die alte Nachkriegselite der US, die will natürlich die globale US-Dominanz aufrechterhalten. Und hier gibt es einen Kampf zwischen dieser Nachkriegselite und dieser Agenda 21 Neuordnung mit den vier Zentren. Und das ist im Grunde genommen der Kampf Clinton gegen Trump in den USA. Die EU hat dann diese Agenda 21 als Agenda 2030 übernommen. Hier zu beachten ist, dass in Punkt 10.7 die planmäßige Migration, die also keine Grenzen mehr kennt, bereits definiert ist. Es ist dann so, in etwa ab 2012, aufgrund dieses Umbruchs der Weltordnung aus der US-Dominanz in diese vier Zentren auf den jeweiligen Kontinenten. Das hat also einiges in der Elite an Erschütterungen ausgelöst. Es haben sich daraufhin dann patriotische Bewegungen zu bilden begonnen. Im Grunde genommen hat das schon 1995, glaube ich, war das mit der Machtübernahme von Putin in Russland begonnen. Und heute wissen wir, dass Orban, Farage mit dem Brexit, Salvini, Le Pen, die AfD, in Österreich durchaus die FPÖ, patriotischen Bewegungen zuzuordnen sind. Man erkennt das daran, die sind alle nicht zu den Bilderbergern eingeladen. Ja? Die stehen also außerhalb dieses NWO-Konzepts, dieses Neuen. Und hier wird jetzt Folgendes sichtbar. Auf der einen Seite gibt es den Kampf der Ablösung der Weltmacht, die alte Weltmacht unter US-Dominanz, die neue Weltmacht unter UNO, Agenda 21-Dominanz mit diesen vier Machtzentren. Dieser Kampf ist vor allem in den USA sichtbar. Und auf der anderen Seite haben jetzt Patrioten oder sind Patrioten munter geworden in dieser Zeit der Erschütterung dieses Umbaus. Und die New York Times schreibt zum Beispiel, dass heute die dominante Dichotomie, also die hauptsächliche Spannung, sich geändert hat und es geht heute um Globalismus im Gegensatz zu Nationalismus. Und die New York Times, die zeigt auch auf, dass die sogenannte Affluent Left, die zahlungsstarke Linke, also die, die mit der Hochfinanz verbunden ist, inzwischen Macht übernommen hat. Und hier nennen sie drei Politiker, nämlich Macron, da wissen wir, das ist ein Rothschild-Politiker. Interessanterweise Van der Bellen wird hier genannt und Mark Rutte aus den Niederlanden. Um jetzt hier ein bisschen Ordnung reinzubringen in dieses Wirrwarr, das hier von den Medien im Augenblick verbreitet wird, wollen wir den guten Mussolini bemühen, der nämlich den Faschismus in Europa erstmals politisch begründet hat. Und Mussolini hat das folgendermaßen erklärt: Demokratie bedeutet, die Regierung kontrolliert die Industrie. Kommunismus bedeutet, die Regierung betreibt die Industrie. Das ist also zum Beispiel die kommunistische Planwirtschaft. Und Faschismus bedeutet, die Industrie betreibt die Regierung. Gut, und
wenn wir uns das merken, dann können wir die unterschiedlichen Bewegungen, die also in vollkommen verschiedene Richtungen laufen und die unterschiedlicher nicht sein können, denn sie sind miteinander nicht vereinbar, ein bisschen noch einmal analysieren und schauen, dass wir uns, wie die Begrifflichkeiten heute verwendet werden, um hier ein bisschen eine Übersicht zu bekommen. Wir haben also auf der einen Seite die Globalisten. Das hängt jetzt nicht davon ab, ob das die Globalisten sind, die über US-Dominanz die Welt beherrschen wollen, oder ob das die Globalisten sind, die über die UNO Agenda 21 Dominanz die Welt beherrschen wollen. Und diese Globalisten sind alle Zentralisten mit einem Zentralkomitee, sprich EU-Kommission, und die betreiben Konzernpolitik. Industrie betreibt die Regierung, Konzerne betreiben die Regierung. Typische Definition oder die Mussolini-Definition von Faschismus. Demgegenüber stehen jetzt die Patrioten. Die wollen keine Zentralmacht, die wollen Staatssouveränität und die wollen keine Konzernpolitik machen, sondern die wollen eine Volkspolitik haben. Und die Globalisten sind also in UNO, EU, weiters auch Bilderberger, Council on Foreign Relations, European Council on Foreign Relations von Soros, wo Ex-Bundeskanzler Kurz auch Mitglied ist, organisiert. Und auf der patriotischen Seite sehen wir, dass es kein Zentralkomitee gibt, das alles bestimmt, sondern hier sind es die Bürgerräte in den Gemeinden. Dies entspricht rechtmäßig dem Subsidiaritätsprinzip. Die Globalisten verwenden die sogenannte repräsentative Demokratie, also mit dem Wählen von Parteien, die unter Klubzwang stehen und daher der Konzernmacht gehorchen. Und dem steht gegenüber auf der patriotischen Seite sogenannte Basisdemokratie oder direkte Demokratie. Die Globalisten haben als ihr ideologisches Modell den sogenannten Kollektivismus dahinter. Der bedeutet, das Wohl des Staates steht über dem Wohl des Einzelnen. Und die Patrioten haben den Individualismus als Grundlage. Hier geht es darum, dass das Wohl des Einzelnen über allem steht. Das heißt, Macron sagt zum Beispiel, das Wohl des Staates ist wesentlich, daher darf er nicht angegriffen werden. Das widerspricht natürlich dem Wohl des Einzelnen, weil ich weiß nicht, wie viele die französische Polizei bei den Gelbwesten-Protesten inzwischen schon erschossen hat, beziehungsweise mit Blendgranaten blind gemacht hat. Die Globalisten, die Zentralisten sind aufgeteilt in rechts, links, grün. Das heißt, diese Parteien spielen hier in erster Linie mit. Die einen erhöhen die Steuern für die Arbeitnehmer, die anderen erhöhen die Steuern für die Unternehmungen. Steuern werden immer erhöht. Es wird immer das Geld von unten nach oben geschaufelt im Zentralismus. Parteimäßig gesehen ist festzustellen, dass hier neue Parteien aufgetaucht sind, wie die Fünf-Sterne-Bewegung, die Lega Nord in Italien. Das sind keine alten Parteien, die AfD in Deutschland. Aber auch in Ungarn gibt es mit Orban eine klare patriotische Bewegung, in Frankreich mit Le Pen und in Österreich im Grunde genommen mit der FPÖ. Die Zentralisten bezeichnen sich als liberal und Mitte, und die Medien
der Zentralisten bezeichnen die Patrioten nicht als Patrioten, sondern hier kommen bitte die üblichen Bezeichnungen der heutigen Matrix-Medien für Patrioten, nämlich Rechtsextreme, Nationalisten, Populisten, Rassisten bis hin zu Nazis, also die Nazi-Keule. Wobei bei der Nazi-Keule bitte zu beachten ist, das waren Nationalsozialisten und Sozialisten sind links, also Nazis sind links. Schauen wir uns jetzt das Ganze ein bisschen von der Verwaltungs- und von der rechtlichen Seite her. Im internationalen Handelsrecht haben die Zentralisten, also die UNO und die EU und die World Trade Organization, ihre Regeln aufgestellt für den sogenannten Freihandel, also Zölle weg und die globalen Konzerne können dort produzieren, was am billigsten ist und ohne irgendwelche Tarife das dorthin liefern, wo man am meisten dafür bekommt. Das ist also da die simple Idee dahinter. Die Patrioten machen nun bilaterale Handelsverträge. Hier ist Trump zu nennen, der das verstanden hat. Und Trump hat also von seinem Verhalten her einige klar nachweisbare patriotische Züge. Das ist auch der Grund, warum er jetzt in den Matrix-Medien gleich angegriffen und beschmutzt wurde wie Putin, der wiederum auch patriotische Ideen umgesetzt hat. Und wir müssen verstehen, dass die Matrix-Medien die Aufgabe haben, die Bevölkerung zu informieren, dass Patrioten sozusagen schmutzig sind. Die, auf der finanziellen Seite ist das zentralistische System eben über die Zentralbanken, wie die FED, wie die EZB, wie den Internationalen Währungsfonds, wie die Weltbank und so weiter organisiert. Und die Patrioten setzen hier auf nationale Währungen. Wir sehen das natürlich bei Putin, beim Rubel ganz klassisch. Die Engländer tun sich beim Brexit auch noch leicht, weil sie haben ihren Pfund. Die nationale Währung heißt aber noch nicht, dass es ein wirkliches Bürgergeld ist, aber nur mit einer nationalen Währung ist ein Bürgergeld möglich. Was die Migration, was heute ein großes Thema ist, anbelangt, dann versuchen die Globalisten, Migration jetzt als Menschenrecht darzustellen. Das ist es aber nicht, das kann es nicht sein. Das heißt, nicht jeder Staatsbürger eines beliebigen Staates kann jetzt in einen beliebigen anderen Staat gehen und sagen, ich habe ein Menschenrecht darauf, dass ich mich jetzt hier ansiedle und mal die Leistungen aus eurem Sozialsystem beziehe. Die Patrioten haben ja nichts gegen Einwanderung. Das ist eine absolut positive Erscheinung, sehen wir gerade im Vielvölkerstaat Österreich. Aber diese Einwanderung, die muss bitte kontrolliert sein. Und was Österreich anbelangt, wir haben Immigrationsgesetze. Wenn wer einwandern will bei uns, dann muss er in der österreichischen Botschaft seines Heimatlandes einen Antrag stellen, muss seine Befähigungsnachweise abgeben. Dann wird entschieden und dann kann er bei uns einwandern, so war das immer und so kann das durchaus bleiben. Ja, und die Zentralisten, das sind die glühenden EU-Befürworter. Dazu gehört nicht Island, die haben sich jetzt abgemeldet von der EU. Dazu gehören nicht die Engländer mit ihrem Brexit. Wir werden sehen, welche weitere Exits kommen. Möglicherweise ist das EU-zentrale Verwaltungskonstrukt tatsächlich beim Zerbrechen. Warum? Weil die Patrioten wach werden. Gut, gehen wir jetzt, nachdem wir dieses Spannungsfeld Globalismus gegen Patriotismus wieder ein bisschen beleuchtet haben,
Schauen wir uns jetzt an, die Bilderberger wurden also 1955 gegründet und im Spiegel tauchte 2012 ein Bericht auf, nämlich Verschwörungstheorien, Bilderberg, das Kartell der Macht. Wenn Macht und Geld im Spiel sind, kennt die Fantasie keine Grenzen. Spiegel Online präsentiert die schrägsten Verschwörungstheorien der Wirtschaft. Diesmal, wie die globale Elite bei den geheimen Bilderberg-Konferenzen die Welt unter sich aufteilt. Also 2012 eine Verschwörungstheorie. 2015 gibt es beim Spiegel plötzlich etwas Satirisches zum Geheimtum und pst, geheim. Alles zur Bilderberg-Konferenz. Die Bilderberg-Konferenz, jetzt wurde die Teilnehmerliste veröffentlicht, ein nicht ganz ernst gemeinter Blick auf die, die uns heimlich lenken. Was ist 2015 passiert, dass der Spiegel hier auf einmal die Richtung ändern hat müssen? Nun, die Bilderberger waren nicht mehr geheim zu halten und sie sind auch mit einer eigenen Webseite gekommen und Spiegel hat, wie gesagt, so darauf reagiert, dass er es satirisch sieht. Und dann gibt es einen weiteren Spiegelbericht, der interessant ist, nämlich hier wird gesagt, dass die Bilderberger Konferenz mächtig überschätzt wird. Die Bilderberger Konferenz ist ein Beispiel dafür, wie Geheimhaltung Argwohn weckt. Sollte sie deshalb abgeschafft werden? Nein, aber ignorieren dürfen wir sie gerne, wenn wir sonst genau hinschauen. Das ist ein sehr interessanter Satz, dass hier Spiegelredakteur schreibt, dass er die Bilderberger Konferenzen gerne ignorieren darf. Und in dem Bericht drinnen wird interessanterweise auch von auch René Benko wird mit von der Partie sein. Und doch wurde schon vorher bekannt, dass er mit Unterstützung seiner Bilderberg-Freunde einen Partner für Karstadt, für die Handelskette in Deutschland gefunden hat. Und Nikolai Kwasniewski schreibt im Spiegel auch den interessanten Absatz: Statt über die Geheimnisse der Bilderberg-Konferenz zu rätseln, sollten wir ganz woanders hinschauen. Die gefährlichsten Kungeleien finden gleichsam unter den Augen der Öffentlichkeit statt. Lobbyisten brauchen keine Konferenzen, um Einfluss auf die Politik zu nehmen. Sie sitzen direkt vor der Tür des Parlaments in der Lobby, wo jeder hineinspazieren kann. Die 25.000 Lobbyisten in Brüssel sind hier damit gemeint. Hier dieser Artikel. Ja, und das wird also, das ist auch ein interessanter Schnipsel aus dem Spiegelartikel. Nach der Logik der Konferenz müsste van der Leyen als Bilderberg-Teilnehmerin die nächste deutsche Regierungschefin werden, wie schon Helmut Schmidt, Helmut Kohl oder Angela Merkel. Bitte, viele Regierungschefs waren vorher bei der Bilderberger Konferenz und sind relativ schnell danach Ministerpräsidenten, Präsidenten, Bundeskanzler oder Minister oder in sonst höhere politische Ämter aufgestiegen. Oder van der Leyen teilt das Los der letzten deutschen Politiker, die an dem Geheimtreffen teilnehmen durften und prompt in die Bedeutungslosigkeit stürzten. Bär Stein, Brück, Jürgen Trittin und Christian Lindner. Bämmerle, die SPÖ-Chefin in Österreich, könnte einem dazu einfallen. Ja,
Die Bilderberger sind also mit ihrer, Moment, mit ihrer Webseite, die ist hier 2015 dann online gegangen. Und man kann, wenn man das ein bisschen recherchiert, auch sehen, welche Themen die Bilderberger bekannt geben, dass gesprochen werden. Und ich habe nur eine kleine Übersicht zusammengestellt unter einem bestimmten Aspekt, nämlich 2010 wurde über die EU und die Krise des Euros bereits gesprochen, 2010. 2011 wurde China zum Thema, 2012 der Zustand dieser transatlantischen Beziehungen in Hinsicht auf den Umbau von der US-Dominanz ins Agenda 21-System. 2012 ist auch Russland dran gewesen und wiederum China. 2013 Nationalismus und Populismus, eben dieses Spannungsfeld, das im Augenblick diese hohe Energie beinhaltet, aus der populistische, also nationalistische, also patriotische Strömungen heraus auch entstehen. Und 2013 auch Is America Withdrawing from the World, zieht sich Amerika aus der Welt zurück, also das Ende der US-Dominanz. 2014 dann wieder China. Und wie soll sich Europa jetzt positionieren? 2015 United Kingdom, also die Engländer vor allem mit Brexit und wiederum Russland. Russland ist natürlich sehr schwer einzuordnen hier, weil es ein Teil Europa ist, ein Teil Asien ist. Und die Bilderberger, wenn man sieht, wie oft die über Russland sprechen, also ohne Russland scheint nichts zu gehen. 2016 dann wieder China und Russland, 2017 Russland in der internationalen Ordnung. Wir sehen hier, dass wiederum, dass Russland sich hier wiederum frisch positioniert. 2018 dann wieder das Thema Populismus. Also wie gehen wir um mit den Patrioten von der Zentralelite her? Erstmals Artificial Intelligence, wiederum Russia und voriges Jahr ein sehr interessantes Thema, The Post-Truth World. Also die Welt nach der Wahrheit, reine Manipulation, das hat mit Artificial Intelligence etc. zu tun. Die heurigen Themen, einige davon, eine stabile strategische Ordnung. Was kommt als nächstes für Europa? Dann hier die Greta mit Climate Change, unglaublich. Dann wiederum China, wiederum Russland. Brexit natürlich ein Thema. Die Ethik der künstlichen Intelligenz, die es bitte nicht geben kann, weil eine Maschine selber kann keine Ethik haben. Also Thema verfehlt setzen. Die Social Medien als Waffe verwenden. Und ja, das wären also einige der heurigen Themen des Bilderberger Meetings. Das ist also die Webseite hier von den Bilderbergern. Hier kommt diese Liste raus. Man kann sich auch von den hier die Teilnehmer anschauen. Und es ist also bis 2019, 2018, 17, 16 zurück, ist also von den Bilderbergern sind diese Daten nämlich die Besprechungspunkte und die Teilnehmer bekannt gegeben. Und seit damals kann man nicht mehr wirklich sagen, dass es sich hier um eine Verschwörungstheorie handelt.
Gut, dann haben wir diesen Teil beendet und im nächsten Teil wollen wir uns nun den österreichischen Bilderbergern selbst zuwenden.